Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Minecraft Switch Edition. Ja, ich bin wieder in meiner Werkstatt, um euch zu zeigen, dass ich hier mal wieder Stein in die Öfen gehauen habe, geschmissen habe und natürlich wieder Ziegelsteine gemacht habe, um den Bau unseres Unterseehafens nicht abzuschließen. Aber vorher möchte ich euch noch zeigen, dass wir da mal ein paar Bötchen hier machen, würde ich sagen, weil sonst hat das alles ja keinen Sinn hier. Und deshalb würde ich sagen, machen wir uns mal, 5 Boote würde ich erstmal sagen. Man braucht ja nicht so viel für so ein Boot. 5 Holz reicht ja schon. Und ich habe mir dementsprechend auch schon mal die passende Truhe hier gemacht, dass man immer ein paar Bötchen hier auf Vorrat hat, denke ich mal. So, die packen wir am besten mal schön hier in die Mitte hin. Das passt sich gut. Dann können wir da dann mal ein paar Bötchen hier hin reinpacken. Wunderbar, würde ich sagen. Das ist doch wunderbar, tatsächlich. Dann haben wir hier immer ein paar Bötchen in Reserve. Das ist doch gut. So, und das Letzte, was ich jetzt noch vorhabe, ist hier noch ein bisschen, Stein wegzumachen. Wobei, wenn ich gerade so drüber nachdenke, habe ich noch eine Sache vergessen. Zum einen, dass wir uns noch mal ein paar Steinziegeltreppen machen. Noch mal ein Pärchen, beziehungsweise einmal 4. Und noch mal eine Spitzhacke, weil unsere jetzige schon wieder halb am Ende ist. So gut wie am Ende zumindest. So, ich mache mal nochmal 2. Und im Übrigen sehe ich das auch gerade hier, was ich auch noch machen möchte. Und zwar mache ich mir nochmal ein paar Leitern. Ja, 15. Kosten zwar ein paar Sticks, die ich mir dann jetzt hier nochmal mache hier. Auf jeden Fall habe ich mit den Leitern vor, sozusagen ein kleiner Weg hier zu machen zu unserer Höhle. Ein paar Leitern hier. Eigentlich bin ich ja nicht der Fan von Leitern, aber das kann man ja mal machen hier. Habe ich normalen Stein gerade so? Habe ich gerade normalen Stein? Nein, habe ich hier leider nicht. Wobei, jetzt habe ich Stein. Brennt doch gerade, zufälligerweise. Da kann ich mir ja auch noch mal ein paar Knöpfe machen. Ich muss mal kurz nachrechnen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ich mache mal besser halb 6, weil wir haben ja auch noch, 6 Türen. Wobei, nee, ich brauche sogar mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 brauche ich. Gut, mit 10 Steinblöcken kann man das machen. Genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, sehr schön. Und mit dem Rest machen wir natürlich wieder den Steinblöcke. Genau, wunderbar. Das sollte dann, denke ich mal, reichen, hoffentlich. Das sollte dann, denke ich mal, ausreichen. Hoffentlich. Das sollte dann hoffentlich mal ausreichen, um hier vollständig hier fertig zu werden. Gut, hier kommen Treppen hin, wo ich jetzt nochmal wieder hochrennen darf. Ach, ist das ein Spaß hier. Aber ich versichere euch, dieser Part hier noch und dann ist es abgeschlossen. Und im nächsten Part kümmern wir uns noch um das Lager und dann, wie ich auch schon bereits angekündigt habe, geht es dann um die E3. Eigentlich sollte es ja schon in diesem Part gehen, aber ich hatte jetzt noch vor, muss ich gestehen, das hier jetzt doch noch zu beenden tatsächlich hier, weil so langsam aber sicher, würde ich sagen, sollten wir das jetzt endlich mal zu einem Abschluss bekommen, würde ich zumindest so sagen hier. So lange, wie wir uns jetzt hier schon hier aufhalten, das ist ja nicht normal hier tatsächlich. So, und die Treppen werde ich gleich setzen, wenn die Spitzhacke hier aufgebraucht ist. Das denke ich mal am sinnvollsten. Weil am Ende muss ich mir so oder so wieder was holen, aber okay. So, die Treppen, die platziere ich hier hin, weil, damit man da natürlich dann am einfachsten hochkommt. Wobei ich jetzt natürlich nochmal so ein paar Treppen hier so machen muss. Wobei ich muss natürlich auch nochmal hier Weg hier, den hier muss ich natürlich auch nochmal hier zumachen, tatsächlich hier. Weil hier will ich ja natürlich auch noch dann hier, Dings hier setzen, diese Ziegel. Hier kommen nämlich auch nochmal diese Ziegel hin, tatsächlich hier. Aber das wird Svens dann auch die einzigen sein. Weil dann geht es mit normalem Stein dann weiter, würde ich sagen. Weil sonst muss ich mich hier noch wieder mit irgendwelchem Schrott hier abquälen. Wobei, die können wieder zurück. An die Seed bitte. Dankeschön. Ich glaube, ja, die Schaufel brauchen wir jetzt hier sowieso nicht mehr, weil hier sieht man ja eh wieder nichts. Ist ja derselbe Fall wie da. Da, genau. Ja, das ist doch okay. Das ist doch okay, würde ich sagen hier. Aber ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch ganz schön krass hier werden, tatsächlich. So, zack, zack, zack und zack. Wunderbar. So, wobei, die müssen ja auch noch weg.
Ja, ich bin da sehr, wie gesagt, ich bin da sehr perfektionistisch, an wie ich hier dran gehe, aber okay. Und diese hier, die sind ja nur jetzt, damit ich hier wieder zurückkomme, deswegen kann ich die ja auch schon mal wieder wegmachen, weil ich setze da ja sowieso welche hin. This Evasion, das ist ja nur, damit ich hier wieder zurückkomme. Hä, jetzt checke ich hier gar nichts mehr. Warte mal kurz. Hätte ich doch nicht machen müssen. Hätte ich doch nicht machen müssen. Ja, dann kommt wieder her. Hätte ich doch nicht machen müssen. Ah, so kann man sich auch mal verschätzen tatsächlich hier. Wobei, eigentlich wäre das jetzt ja auch egal gewesen. Ja, egal. Egal, was soll's. Was soll's. Was soll's. Ich mache ja nur hier den Boden hin. Das sieht man ja dann gar nicht. Ja, egal. So, sozusagen hier so zur Art ein Kanal, würde ich ja, kann man ja auch fast schon dazu sagen. Zu diesem ganzen Quatsch hier, was ich hier mache. Eine Kanale. Kanale Grande. Kanale Minecraft.de. So. Aber gleich sind wir durch hier, gleich sind wir durch. Und wie gesagt, das mit dem Wasser, das mache ich ein anderes Mal. Dann halt im nächsten Part. Habe ich ihn aufgesammelt? Ah ja, hat sich wieder gesteckt zu dem anderen wahrscheinlich. Genau, das machen wir dann im nächsten Part. So. Wunderbar tatsächlich hier. So, und du kommst auch noch, ihr kommt hier auch noch mal weg. So, perfekt. Perfekt. So will ich das hier sehen. Haben wir tatsächlich hier fast nichts mehr, was an Dingsbums hier angleicht. Genau. Und das lasse ich hier nochmal. Die mache ich dann bei Gelegenheit weg, aber okay. Das sollte dann so reichen. Ich bin auch am Überlegen, hier noch so kleine Treppen zu machen. Wenn ich jetzt hier schon so Stein, diese Steinziegeldinger habe. Ich glaube, das. Na, wobei ich mir ja noch nicht sicher, ob ich hier hinten was mache. Ja, warte ich nochmal mit. Da warte ich nochmal mit, ob ich dahinter was mache hier. Ansonsten passt das, würde ich sagen, erstmal. Wobei ich noch eine kleine Schönheitssache hier noch sehe, die ich noch machen könnte. Wobei ich jetzt fast keine Erde mehr habe, was doof ist. Dann nehme ich eben nochmal Bruchstein. Ja, wobei ich nehme die. Ja, die Leitern. Die Leitern kriegt man doch wieder, glaube ich, ne? Gucke ich mal kurz. Genau, dann kriegt man die wieder. Okay, dann nutze ich mal eben schnell eine Leiter. Weil dann mache ich nochmal hier die zwei nochmal hier hin. Eine kleine Schönheitskur. Wunderbar. Wunderbar, würde ich sagen. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr schön aus hier. Also ich bin zufrieden tatsächlich hier. Ich bin zufrieden mit der Sache hier. Gut, jetzt würde ich sagen, graben wir uns nochmal hier eben den Weg hier hinunter. Richtung Höhle, Richtung kleine Höhle. Und dann würde ich auch mal sagen, hier werde ich dann mal die, wie gesagt, hier werde ich die, die Schaufelchen benutzen. Nicht die Schaufel, die Treppen tatsächlich. Mache ich so eine Art kleines Loch hier hin. So, der, ihr müsst auch weg, genau, ihr müsst auch nochmal hier weg. Wobei, ich bin da auch schon wieder tatsächlich eine Ebene darüber, aber okay. Erde bitte, das Holz brauche ich hier nicht mehr. Erstmal zumindest nicht mehr. So, dahin wieder. So, also höher als da darf ich mich hier nicht bauen tatsächlich. Wird wie gesagt nicht groß werden hier. Ich gehe hier zwei in die Breite. Genau, und dann, wobei hier kommt das, ja, hier kommt die Wand hin, genau. So, und dann machen wir uns hier noch da ein, zwei Ebenen rein. Und noch so eine, genau, das sollte schon ausreichen, denke ich mal. Eher mehr der nutzen, um noch die ganzen Ziegelsteine hier wegzumachen, genau. Genau, und es ist nur noch dazu da, damit ich, na, war schon wieder zu viel. Ist auch dazu eher gedacht, damit ich halt, wie gesagt, mir hier gleich noch den Weg in die Höhle bahnen kann. Täte ich so sagen. Ja, das war eine Ebene zu wenig. Naja, egal. Egal, auch nicht so schlimm. Ich muss es ja sowieso wegmachen, von daher. So, das sollte schon reichen. Weil ihr kommt wieder dahin. Dann mache ich hier die, die Wand wieder hin. So wie wir es ja gerade schon kennen. Von gerade. So wie wir das von gerade kennen. Oder mache ich die Wand dahin?
Ja, doch. Die Wand kommt hier hin. Oder wollte ich die Wand jetzt nicht eigentlich hier hin machen? Ah, egal. Jetzt mache ich sie dahin. Ich habe noch genug von diesen Blöcken. Von daher muss ich es ja auch nicht verschwenden. Vor allem die Wand habe ich ja hier auch schon. Genau. Machen wir so. Oh, schon wieder so dunkel hier. Und den Block darf ich hier nicht wegmachen. Der muss bleiben. Der muss bleiben. Genau. Und hier kann ich dann doch wieder die mit Erde auffüllen. Ja, ja, man merkt es hier manchmal wieder, dass ich hier sehr, hier muss doch weg. Ich habe ja noch einen Boden, den ich ja noch setzen will. Aber wenn, dann will ich ja auch noch den Boden setzen. Wie gesagt, perfektionistisch sein und so. Muss nur halt, wie gesagt, gucken, dass ich den Weg da finde. Das wird ein Spaß werden. Warum fehlt da ein Block? Okay, soll mir egal sein, tatsächlich. Da habe ich auch nochmal zwei hingesetzt. Ja, dann könnt ihr auch wieder kommen. Kann ich ja euch auch wieder mitnehmen hier. Warum habe ich denn hier so viel von diesen Ziegeln hier hingesetzt, obwohl die komplett unnötig hier sind? Ja, wobei, dich muss ich hier beibehalten. Du musst da wieder hin. Du musst hier wieder hin. Aber hier können ja dann wieder normale Dinger hin. Da auch. Den auch kann ich mitnehmen. Den auch. Den da auch. Und den hier auch. Und den hier auch. Ja, guck mal an hier. So kann ich mir das auch wieder vereinfachen. Warum ist es hier schon wieder heller? Interessant. So kann ich mir die auch wieder. Die habe ich, glaube ich, mal irgendwann mal gesetzt und dann nicht gebraucht, tatsächlich, weil ich das anders geplant habe. Ja, gut, ne? Weil, wie gesagt, dann dahinter sind keine mehr, ne? Ne, da sind da keine mehr, okay. Weil, ganz ehrlich, wenn man die da eh nicht sieht, warum soll ich die dann dafür verschwenden, tatsächlich? Warum sollte ich die dann verschwenden? Bin ich so der Meinung. Warum sollte ich die dann verschwenden, tatsächlich? Wahrscheinlich ist es da, wo die Treppen sind, könnte es sein. Aber okay. Kurz gucken. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, da. Ja, dann kommt da noch eine hin. Da, da. Und da noch da. Genau. So, aber hier ist ja Boden. Genau. Wobei, da muss ich auch nochmal auffüllen, tatsächlich, oder? Ja, genau. Da kommt ja der Boden hin. Ja, kann ich das hier auch wieder auffüllen. Und die kommen auch da wieder hin, genau. Genau, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ey. Das ist doch eine gute Sache, tatsächlich. So will ich das sehen hier. So will ich das sehen, und der nicht der anders. Und der nicht der anders hier. So, so arbeitet man. So kann man hier guten Raum erstellen. Hier, meine Taktik bei einer Raumerstellung. Ziemlich langweilig, glaube ich mal, weil ich hier das ziemlich unspektakulär mache. Ja, aber okay. Wahrscheinlich wird dieser Raum immer wieder viel zu groß sein, tatsächlich. Für so einen Quatsch hier, aber... Naja, was soll's. Was soll's. So, und jetzt nur noch das hier... Das krasse Ding hier am Ende hier noch wegmachen. Da müssen auch nochmal die Dinger hin. Zumindest dahin. So, und dann noch den restlichen hier wegmachen. Also gleich haben wir das. Gleich haben wir das, kann ich euch sagen. Das mache ich hier erstens nicht so groß. Und zweitens wird das hier nicht so lange dauern, wie jetzt dieser andere Hafen da. Das würde nicht so lange dauern. Das würde hier nicht so lange dauern. Aber ich finde, das ist doch eine ziemlich... eine coole Sache hier, was ich hier gebaut habe. Ich muss ja auch nicht hier alles hier wegmachen, tatsächlich. Weil, ja, bei einigen sind wir dann am Ende angekommen hier. Wobei, da ist eine Wand, dann mache ich das hier doch noch einen weiter. Dann mache ich hier das doch noch einen weiter. Dann, das soll dann wenigstens schon symmetrisch sein. Das soll dann doch symmetrisch sein, würde ich sagen. Kann ich die hier wieder wegmachen? Ah, so viel nee, kann ich nicht. Den kann ich hier nicht wegmachen. Wobei, so weit tief kann ich mich dann auch nicht weiter reingraben. Hoppala, kommt wieder mit. Ihr kommt wieder hier mit. Weil hier wird es dann zum, zum Neta-Ding gehen, tatsächlich. Da wird es dann jetzt zum Neta gehen. Manchmal zwei. Ja, genau. Und euch kann ich auch wieder wegmachen.
Nein, kann ich nicht. Euch kann ich hier nicht wegmachen, weil ihr zum anderen gehört. Okay, dann bleibt ihr da halt. Dann bleibt ihr da halt mal. Ist für mich auch okay. Kann ich auch mit leben. So, dann markiere ich mir hier schon mal das Loch. So, dann würde ich sagen, hier machen wir so ein 4x4 Loch. Und da grabe ich mich dann rein, dann bezüglich der Höhle. Ich hoffe, ich finde sie noch wieder. Das wäre nämlich nicht so schön, wenn ich die Höhle nicht mehr finde. Aber eigentlich dürfte ich die da in der Gegend haben, tatsächlich. Die müsste da irgendwo sein. Wenn mich das hier nicht täuscht. Da müsste ich da dann auch... Also zumindest hier muss ich mich dann da nach links, glaube ich, graben. Hier zumindest da, um da wieder an meinen Weg zu kommen. Hier, den ich ja... Ja, wobei, vielleicht muss ich mich einfach nur runtergraben, glaube ich mal. Vielleicht muss ich mich auch einfach nur runtergraben. Dann dürfte ich da vielleicht auch so hinkommen. Könnte sein. Man wird es sehen. Man würde es sehen. So, das können wir hier wieder auffüllen. Und da auch. So. Wie gesagt, ich will ja nicht diese Blöcke verschwenden tatsächlich. Und hier... Die hier müssen weg. Die hier müssen noch weg tatsächlich. So, und dann machen wir noch die hier weg, genau. Ja, ist schon eine krasse Sache hier, genau so. Dann sieht das hier ein bisschen schöner aus, tatsächlich hier. Ein einfacher Raum zu einer Höhle und den will ich schön haben. Ja, ich weiß. Frag das bitte nicht nach. Frag das bitte nicht nach, aber okay. Das wäre ganz gut so. Ja. Decke noch zumachen. Und dann hätten wir es ja fast. Ich hoffe, die Blöcke reichen noch. Es könnte knapp werden. Kleiner Grafikfehler, okay. Das könnte knapp werden tatsächlich, dass es mit den Blöcken reicht. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Ich hoffe, es reicht noch. Ja, doch, es reicht noch. Oh, wieder gruselige Musik. Es reicht noch, sehr schön. Gut, dann hätten wir hier unseren Weg, der uns in die Höhle führt. Sehr schön. Sehr, sehr schön haben wir das hier auch. Wunderbar, dann machen wir das hier nochmal schön mit Fackeln, leuchten das hier aus. Wir wollen hier keine Monster hier haben, das reicht auch schon. Gut, und hier werden wir den Weg hier hinsetzen. So, und ich passe hier tatsächlich schön auf. Ich hoffe, ich habe Glück und wir kommen dahin, wo ich mich hier hingegraben habe. Es wäre auf jeden Fall eine coole Sache tatsächlich, wenn ich hier den Ort wieder finde. Aber so langsam habe ich das Gefühl... So langsam habe ich das Gefühl, dass ich da falsch bin. So langsam habe ich das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Ich zeige euch hier eben kurz, was man... Man muss hier gar nicht mal das komplett mit... Ja, oder doch. Dann mache ich das hier doch schon mal mit Leitern hier. So. Ich muss doch mal schnell nochmal was aufmachen hier. Die Knöpfe, genau, die habe ich mir auch gemacht. Sonst komme ich hier gar nicht mehr raus mit normalen Mitteln. Die Knöpfe. Genau. Sagte genau. So, ich muss jetzt hier doch nochmal kurz hier aufgraben, hier, wo ich mich hier in die Markierung hier gesetzt habe, wo das hier war. Autsch. Ach, okay, okay. Ich bin hier zur Seite ausgewichen. Okay, dann könnte das hier sein, dass ich jetzt hier wahrscheinlich über diesen... Ja, genau, okay. Okay, dann habe ich ja fast alles richtig gemacht, muss man sagen. Habe ich ja doch fast alles richtig gemacht. Dann mache ich das aber so, dass ich hier noch einen kleinen Weg dahin setze. Mal sehen, ob ich dann wieder auf diese geniale Idee komme. Ah, schon wieder keine, das hier nicht zu haben. Wunderbar. Ob ich dann auch noch auf die krasse Idee komme, dann hier auch wieder komplett das hier zuzumachen. Fragt besser nicht nach, ob ich schon wieder auf diese krasse Idee komme. Fragt es besser nicht nach. Wobei, da werden jetzt die Steine besser, ne? Boah, wie perfekt ist das denn hier? Wie perfekt ist das denn? Jetzt habe ich keine Spitzhacke. Die Fackel wollte ich nicht wegmachen. Oh, so viel Chaos hier. So viel Chaos hier. Die Fackel wollte ich nicht wegmachen.
Ja, nee, aber dann grabe ich. Ach, ich habe doch noch. Ach, ich habe doch noch eine Spitzhacke. Was reg ich mich denn hier schon wieder so auf? Ich habe doch noch eine Spitzhacke. Ich habe doch noch eine Spitzhacke. Ich denke mal, ich werde bei Gelegenheit das vielleicht dann auch. Ich werde das hier zumachen, wie gesagt. Das hier werde ich zumauern. Das mache ich auch, glaube ich, jetzt schon mal. Das hier machen wir zu. Weil hier werde ich nicht mehr hinkommen. Ich habe immer noch die Lava. Vielleicht sollte ich mich dann auch mal da nach rechts graben, glaube ich mal. Mal schauen. So, und dann grabe ich mich von dieser Seite aus. Genau, dann kommen wir dahin. Ja, wobei, das war ja noch mein Weg hier. Ich muss ja dann hier gucken, dass ich dann so hinkomme. Genau, da kommt die Treppe hin. So, und dann von hier aus würde ich sagen, bauen wir uns dann in diese Richtung weiter. Und dann sollte ich dann, wenn mich nicht alles täuscht, genau, sollte ich dann hier hinkommen. Genau das wollte ich hier sehen. Genau das und nicht anders. Sehr schön. Na, das ist hier auch praktisch, dass ich hier die Kohle abgebaut habe. Dann können wir das hier so nutzen. Genau, ist doch wunderbar. Ist denn doch hier wunderbar, ey. Dann mache ich das hier nochmal, wie gesagt, schnell zu. Da nutzen wir die normalen Steine. Genau, sehr schön. Und dann machen das hier noch mit Pflastersteinen zu. Ist doch sehr schön, ist doch gut. Das ist dann doch gut gelöst hier, würde ich sagen. Das habe ich dann doch recht gut gemacht, ey. Das hier habe ich dann doch recht gut gemacht, ey. Genau. So, dann geht es da dann in diese Höhle weiter. Genau, in diese krasse Höhle, wo ich dann war. Und habe hier dann diesen Gang, mit der ich dann dahin komme. Genau. So, wunderbar. Das ist dann doch ein wunderbar. Aber ich denke mal, ich muss mir dann noch ein paar, na komm, wollte ich doch sagen, dass ich dich noch erwische. Ein paar Leiter noch machen. Hä, was war denn jetzt? Warum, wo ist die eine Leiter hin? Naja, egal. Wie viel brauche ich da? 4, glaube ich. Da mache ich nochmal mir schnell auf die Schnelle nochmal 4 Stück. Und dann würde ich sagen, passt das. Du kannst jetzt auch weg. Dich brauchen wir ja auch nicht mehr. Wieder eine Lichtquelle weg, aber okay. Aber ich muss echt gestehen, mir gefällt das echt. Da ist mir echt was Gutes gelungen, tatsächlich. Da ist mir doch echt was Gutes gelungen. Aber okay, ich würde sagen, wir haben jetzt hier genug palavert hier. Würde ich sagen, wir haben jetzt hier echt genug palavert, würde ich sagen. Haben jetzt hier uns lange genug damit beschäftigt. Vielleicht gehe ich auch wieder in die Höhle, mal gucken. Das könnten wir auch machen. Ich habe wieder Bock auf in die Höhle wieder reinzugehen. Boah, jetzt habe ich aber echt genug. Wobei, ich hätte noch Bock, das hier auch noch mit diesen Steinen zu machen. Ich habe da jetzt echt Lunte gerochen, was diese Dinger da anbelangt. Das wollte ich nicht. Dem einen Namen zu geben, den Kessel, genau. Nee, das wollte ich hier nicht. Das wollte ich hier definitiv nicht. Nein. Gut, Leitern. Leitern wollte ich mir noch machen, genau. Ein paar Leitern. Ach, das sind Schienen. Nee, dann sind die Leitern da. Ja. 6 Stück. 6 Stück hier sollten reichen. Gut, dann haben wir aber wieder eine ganze Menge geschafft. Wie gesagt, da werden wir uns noch bestimmt noch das ein oder andere Mal hier aufhalten in unserem tollen Unterseeding, Unterteil da. Würde ich so sagen. Da machen wir nochmal schnell ein paar Knöpfe hin. Ich hab schon wieder so viel Zeug hier. Ist nicht normal hier. Dann muss ich mal gucken, wie macht es denn mit den Schildern tatsächlich? Darf ich hier nicht einen Knopf hinsetzen? Das finde ich aber doof. Das finde ich aber doof. Ja gut, dann muss ich sagen, dann machen wir das doch ein bisschen anders tatsächlich. Dann gehen wir da rein. Dann gehen wir hier rein und setzen hier das Netherportal rein. Ist auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ey. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Habe ich die Tür? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe natürlich hier das Andesit. Das unnötige Andesit natürlich wieder. Natürlich hier das unnötige Andesit. So. Zack und zack. Ja, passt das so. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar.
Kommen da die Türen hin. Oh, ist das ein Chaos hier? Ist das ein Chaos hier, sage ich euch. Ach, jetzt regnet es auch noch, wie schön. Da wird es ja echt Zeit, jetzt hier den Part zu beenden, tatsächlich. So. Meine Güte hier. Und den Setzling will ich auch noch mitnehmen. Was kann ich hier wegen dieser Fackel da keinen Schalter hinsetzen? Was ist denn das hier? Was ist denn das denn hier, ey? Das ist ja gar nicht toll. Das ist dann ja gar nicht toll. Ja, ihr merkt das schon. Da werden wir noch ein bisschen Spaß haben. So. Es ging mir ja nur darum, tatsächlich hier. So, die Knöpfe nochmal weg. Habe ich den Eichensetzling? Sehr schön. Dann packe ich den hier auch nochmal in die Truhe rein, tatsächlich hier. Der wunderbar mit dem kleinen Grafikfehler der Fichtensetzling, aber okay. Gut, dann mache ich die Schilder dann halt hier hin. Machen wir das nochmal auf die Schnelle hier. Müssen wir natürlich noch ein paar mehr Schilder machen. Ich denke mal, wir werden auch bald wieder für das Lager Neta-Portal im nächsten Part dann auch wieder ein bisschen Holz holen. Wir brauchen wieder ein bisschen Holz tatsächlich. Neta-Portal. Und dann kommt da noch ein Schild hin mit Höhle. Ist doch wunderbar, tatsächlich. Wunderbar. Sehr schön. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Und ja, wie bereits gesagt, wir machen dann entweder mit der Höhle weiter. Oh, was machst du denn da? Wie kommst du da hin? Muss ich ja nicht verstehen, aber okay. Sehr schön. Gut, dann machen wir im nächsten Part, würde ich sagen, dann ja mit der Höhle hier weiter oder so. Gucken wir mal. Ach, ich habe jetzt auch Stein tatsächlich. Dann kann ich den hier zumindest nochmal wieder wegmachen hier. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Dann sieht das zumindest so besser aus hier. Gut. Ich denke mal, dann lasse ich das hier mit dem Stein tatsächlich. Das sieht ja auch nicht so schlecht aus hier. Sieht zumindest aus, als wäre es eine Höhle. Ja, doch. Das lasse ich so. Wie gesagt, das reicht ja auch hier. Wobei, da setze ich noch einen hin, genau. Da reichen ja so zwei hier. Da wird ja sonst nichts passieren, denke ich mal. So. Sieht's doch gut aus hier. So. So sieht das doch gut aus hier. Nehme ich dich hier noch mit. So. Sieht das doch gut aus hier. So. Schön begradigt und, ja, gut ist, würde ich sagen. So sieht das doch gut aus hier. Gut, dann würde ich sagen, mache ich nochmal da eine Fackel hin. Mache ich da nochmal Fackeln hin. Ah, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen schwierig. Ach, wobei, mit Sneaken komme ich, mit dem Schleichen komme ich da, kann ich an der Leiter stehen bleiben sozusagen. Das ist auch okay. Gut, dann hätten wir auch unseren Höhlenraum fertig. Und ja, wie bereits gesagt, ich denke, das wäre es für heute. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Ui, da geht der Konto mal ganz schön mal drunter hier. Wobei ich tatsächlich noch sagen könnte, ich würde jetzt noch sagen, für den Rest des Parts, der dann auch wieder Überlänge haben wird. Ihr kennt es ja mittlerweile von mir. Dass die Fackeln da auch nicht erloschen bei diesem Regen, aber okay. Und es wird wieder Sonnenschein. Ja, man schläft einmal und dann scheint die Sonne mal wieder. Ist das nicht cool? Naja, jedenfalls lagern wir jetzt nochmal ein paar Sachen ein. In den nächsten Parts ist dann hier angesagt mit große Tour, was Lager aufräumen angeht. Weil wir haben jetzt erstmal, würde ich sagen, ganz schön genug an irgendwelchen Zeugs. Wobei, das Bruchstein, das könnte ich jetzt auch nochmal einschmelzen. Genau, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Genau, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal für die nächste Zeit genug Krimskrams und so, dass ich erstmal mein Lager aufräumen sollte. Und ja, warte mal, kann ich noch ein paar Punkte auf der Liste dann streichen, die ich noch offen habe? Naja, wobei, da kommen jetzt immer noch wieder hinzu. Lagerfluss Neta-Portal. Ja, gut. Ja, kann ich eigentlich noch nicht so viel streichen, aber okay. So, dann würde ich sagen, packen wir, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen von diesen Steinen hier hin. Vielleicht brauche ich sie nochmal für irgendwas. So, die waren fertig, okay. Packen wir nochmal die Bruchsteine hin. Und dann, ja,
Würde ich sagen, mache ich mir noch ein paar Ziegel. Wer weiß, vielleicht... Na gut, für das Netherportal werde ich sie ja sowieso benötigen. Von daher kann das ja gar nicht so falsch sein, wenn ich mir noch mal ein paar von diesen Ziegeln mache. Wofür wir sie dann benötigen, also sonst noch für irgendwas benötigen, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Aber ich hoffe, es hat dann euch mal wieder gefallen, der Part. Wenn dem so ist, hoffe ich, schaltet dann auch beim nächsten Part wieder rein von Minecraft Switch Edition. Und ich würde fast sagen, wir werden im nächsten Part uns dann mal Richtung der der Höhle vielleicht begeben, mal wieder um, weil ich brauche ja Obsidian. Ich glaube, ich habe noch nicht Obsidian abgebaut, ne? Sieht mir auf den ersten Blick nicht so danach aus, dass ich irgendwann mal Obsidian mir geholt habe. Jetzt möchte ich aber noch mal wieder meine, da, das Ding wollte ich noch mal mir holen. Weil wir uns jetzt noch mal ein bisschen, ernten für den Rest des Parts. Also mehr wird hier nicht passieren, denke ich mal. Ich werde jetzt hier noch den Rest hier ernten, tatsächlich. Und dann werden wir im nächsten Part mal schauen, was wir hier sonst noch so machen werden. Ja. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Minecraft Switch Edition. Bis dann und tschüss. Euer Jake.